Neue Woche, neues Steiermark-Magazin und ich begrüße Sie zu Hause ganz, ganz herzlich hier auf Kanal 3. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. In unserem Thema der Woche geht es dieses Mal darum, wie man seinen Körper gesund hält und dafür haben wir uns die Kryotherapie genauer angesehen. Um sich und seinen Körper fit zu halten oder bestehende Beschwerden zu lindern, gibt es heutzutage viele Möglichkeiten. Technologien im Bereich Wellness und Gesundheit entwickeln sich stetig weiter und schaffen ein wachsendes Angebot unterschiedlichster Gerätschaften. Eines dieser modernen Geräte ist die sogenannte Kryo- oder Kältekammer, die sich auch bei uns Steirern zunehmender Beliebtheit erfreut. Durch die spezielle Bauweise und Kühlmittel können Temperaturen bis unter 85 Grad minus und kälter erzeugt werden. Wenn man die Kältekammer betritt, kommt der Körper in eine sogenannte Thermogenese. Das heißt, das Blut zieht sich aus den Blutgefäßen zurück und der Körper ist damit beschäftigt, die Kerntemperatur zu erhalten. Wenn man dann wieder rausgeht, wird der Körper extrem durchblutet. Das Blut strömt wieder ein mit einer höheren Geschwindigkeit und das ist das, was den Körper dann letztendlich stärkt und vitalisiert. Lymphdrainagen werden gerne in Kombination mit Kryotherapien angeboten, da dies ihre Wirksamkeit erhöht. Hier gibt es bereits spezielle Technologien aus der Weltraumforschung, welche sowohl im All als auch bei uns im therapeutischen Bereich zum Einsatz kommen. Es funktioniert mit Vakuum, mit einem Über-Unterdruck. Man legt sich dann rein ins Gerät und quasi von der Brust abwärts ist man in dieser Röhre drinnen und man wird immer abwechselnd mit Unter- und Überdruck, wird quasi ein Vakuum erzeugt und dadurch wird das Lymphsystem extrem angekurbelt. Ist ein extremes Gefäßtraining, was sehr gut ist für die Regeneration, machen viel Sportler. Ist auch gut, wenn man jetzt Zellulite hat, Besenreißer, da wird es eher im Beauty-Bereich eingesetzt. Aber auch für Wassereinlagerungen, also viele, die Operationen haben und jetzt mit Wassereinlagerungen kämpfen, die machen auch die maschinelle Lymphdrainage bei uns. Es gibt auch die Möglichkeit, seinen Körper scannen zu lassen. Aufgrund des dadurch entstehenden 3D-Computermodells können einige Rückschlüsse über den Fitnesslevel der betreffenden Person gezogen werden. Also es wird mit dem 3D-Bodyscan wird eine komplette Kopie erstellt, ein Avatar von dem eigenen Körper und gleichzeitig werden eben die Vitaldaten erfasst, alle Umfänge gemessen vom Körper und man kann das Ganze dann am Handy anschauen in seiner App. Und spannend ist es dann, wenn man zum Beispiel jetzt eine Momentaufnahme macht und dann 2-3 Monate später hat man den direkten Vergleich, millimetergenau, was sich verändert hat. Wer unter Verspannungen leidet, der kann sich auch von Massageliegen bearbeiten lassen. Besonders in Kur- oder Reha-Anstalten kommen diese Liegen vermehrt zum Einsatz. Die Massage findet mittels integrierter Wasserdüsen statt. Man kann das individuell einstellen, welche Körperzonen man massiert haben möchte. Und zusätzlich haben wir noch eine Spa-Funktion, da kann man sich auch quasi einer Aromatherapie unterziehen. Man hat ein Kollagenlicht drinnen, was die Kollagenproduktion anregt und man kann während der Entspannung auch Musik hören. Wird eingesetzt, wenn man eben verspannt ist, hat auch eine Tiefenwärme und Entspannung, Stoffwechsel, Anregung und Durchblutung sind die Hauptindikationen für die Massageliege. Spannend, was es so alles gibt und wie weit bestimmte Technologien schon fortgeschritten sind, da kann man nur staunen und sich fragen, was wohl in Zukunft noch alles auf den Markt kommen wird. In der Steiermark kommt es verstärkt zu Konflikten mit Bibern. Dafür ist eine spezielle Beratungsstelle eingerichtet worden, bei der betroffene Personen Unterstützung und Beratung im Umgang und Zusammenleben mit dem Biber bekommen. Vor ca. 150 Jahren war der Biber in Österreich fast ausgestorben. Mittlerweile haben sich hier wieder etwa 600 Biber angesiedelt, hauptsächlich in der Nähe von Gewässern, aber nicht immer unbedingt zur Freude der Anrainer. Für Konflikte im Zusammenhang mit den Tieren gibt es das sogenannte Bibermanagement. Das Bibermanagement ist dazu da, quasi die Interessen der Landnutzer mit den Interessen des Bibers irgendwie in Einklang zu bringen, weil der Biber eben eine sehr lebensraumverändernde Lebensweise hat und es da immer wieder zu Konflikten kommt. Und die Biberberatung und das Bibermanagement ist dazu da, die Leute zu unterstützen und zu informieren, über den Biber und mit dem Biber besser zurechtzukommen. Es ist fast eine Art Duell, wer nun schneller ist, die Maßnahmen oder der Biber mit der Umsetzung seiner Pläne. Der Biber ist aber oft einen Schritt voraus. Also die Konflikte entstehen
ganz häufig durch die Dammbauaktivitäten des Bibers. Der Biber baut ja bis zu 1-2 Meter hohe Dämme und verändert damit das Wasserregime ganz massiv. Und da kann es dann zu Vernässungen kommen. Oder Biber fällen Bäume, weil sie eben im Winter die Nahrung so generieren, weil sie die Rinde runterfressen, und dann kann es sein, dass die Bäume eben umfallen, dass Obstbäume angefressen werden, dass Telefonleitungen dadurch beeinträchtigt werden. Also der Biber macht sehr viel, wo es dann zu Konflikten mit den Menschen kommen kann. Und genau wenn solche Situationen eintreten, dann kann das Bibermanagement helfen. Das Bibermanagement informiert zum einen und unterstützt die Leute auch, um Lösungen zu finden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit dem Biber besser zurechtzukommen. Es gibt auch Fördermöglichkeiten für Maßnahmen, die man setzt, also nicht für Schäden, die bereits aufgetreten sind, aber um eben Schäden zu verhindern. Zum Beispiel, dass man Gitter finanziert bekommt, um Bäume zu schützen, damit diese nicht gefällt werden, oder dass man einen Elektrozaun gefördert bekommt, damit der Biber zum Beispiel in einen Maisacker nicht reingeht und dort den Mais frisst. Sollte man so ein ca. 35 Kilogramm schweres Tier in seiner Umgebung vorfinden, muss das Bibermanagement kontaktiert werden. Das Tier selbst einzufangen oder gar zu töten, ist nämlich strengstens verboten. Der Biber ist eben eine streng geschützte Art in der ganzen EU und auch im österreichischen, also im steirischen Naturschutzgesetz implementiert. Und wenn man eben Probleme hat mit dem Biber, dann ist es am besten, die Biberberatung anzurufen, also mich oder meine Kollegen. Und wir kommen dann hin, schauen uns das gemeinsam an und versuchen eben Lösungen zu finden. Da selbst initiativ zu werden, ist jetzt nicht so ratsam. Erstens, weil man nicht weiß genau, was man machen soll. Und weil es aufgrund des strengen Schutzes natürlich auch sonst passieren kann, dass man irgendwas macht, was vom Gesetz her nicht zulässig ist. Der Biber breitet sich also wieder sukzessive in der Steiermark aus. Anfang der 2000er Jahre ist er über die Raab und die Mur wieder eingewandert. Und jetzt kann man beobachten, wie er zunehmend von den Hauptgewässern immer mehr in die Nebengewässer geht und sich in Richtung Norden, in Richtung Westen immer mehr ausbreitet. Also das Hauptverbreitungsgebiet ist da jetzt die südöstliche Steiermark. Aber von dort aus, wie gesagt, zieht er jetzt immer weiter und die Bestände nehmen damit kontinuierlich auch zu. Durch fachkundige Beratung können potenzielle Konfliktsituationen frühzeitig erkannt und Maßnahmen zur Schadensabwehr ergriffen werden. Hefte, Stifte, Schultaschen. Alle Eltern wissen, dass vor allem die Erstausstattung zu Schulbeginn teuer ist. Und wie in vielen Lebensbereichen sind auch die Kosten für Schulsachen gestiegen. Das kann für Familien mit geringem Einkommen zum Problem werden. Teuerungen sind mittlerweile in allen Bereichen spürbar, so auch bei den Schulartikeln. Die Arbeiterkammer Steiermark hat daher eine Preiserhebung der Produkte, die Tafelklassler üblicherweise für ihren Schulstart benötigen, durchgeführt. Erfasst wurden die jeweils höchsten und niedrigsten Preise, um sich einen Überblick bezüglich Preisniveau und Preisspanne zu verschaffen. Naja, im Wesentlichen ist es ja so, dass es, wurscht, ob Sie jetzt im Fachhandel einkaufen oder beim Discounthandel, für ein Paket, das wir halt zusammengestellt haben, im Durchschnitt das Gleiche zahlen. Ne? Nur sind natürlich die Preisunterschiede doch gegeben. Sie können da zwischen 30 Euro und 190 Euro so ein Paket kaufen, wobei man natürlich sagen muss, dass Buntstifte nicht gleich Buntstifte sind, Tintenkiller ist nicht gleich Tintenkiller, und da müssen Sie sich halt überlegen, welche Qualitäten Sie haben möchten. Für die Überprüfung wurde ein Schulstartpaket ohne Schultasche mit jeweils 18 Produkten zusammengestellt. Vom Bleistift bis über den Bleistiftspitzer bis zu Radiergummi und Tintenkiller und so weiter, alles dabei. Und das haben wir auf die Schulanfänger, auf die Erstklässler sozusagen ausgestellt, und darauf haben wir unsere Untersuchung halt aufgebaut, weil wir dürfen ja nicht vergessen, je weiter, dass sie sozusagen in der Schulkarriere fortschreiten, desto freier sind sie bei der Wahl ihrer Schreibutensilien und Bleistifte und so weiter, weil auch bei den Heften ist es ja so, dass in der Volksschule das vorgegeben wird, teilweise von den Lehrern, und dass sie da natürlich Unterschiede haben. Die Preisunterschiede gegenüber dem Vorjahr zeichnen sich deutlich ab. Bis zu 13% teurer sind die Produkte im Schnitt. Besonders für Familien mit niedrigen Einkommen kann der Schulstart zur Belastung werden. Teilweise gibt es Unterstützung durch Hilfsorganisationen und die öffentliche Hand, das deckt aber nur einen Teil der anfallenden Kosten. Da ist es nicht verkehrt, auch nach Schnäppchen Ausschau zu halten. Naja, jetzt ist ja dann die Zeit da, dass sie immer wieder diese Sonderangebote haben. Da müssen sie die Sonderangebote natürlich sich anschauen, ob sie das brauchen können und vielleicht auch auf Vorrat kaufen, oder sonst können sie es wirklich nur preisvergleichen, dass sie in mehrere Geschäfte gehen und sich das halt anschauen.
Das ist das Problem. Also wenn sie alles bei einem kaufen, dann müssen sie Glück haben, dass sie das beim Billigen kaufen. Und es ist ja wirklich so, dass es natürlich unterschiedliche Qualitäten gibt und gute Qualität ist halt auch teurer. Trotz Schulstartgeld und Co. ist es für Eltern also besonders wichtig, dass wenn sie sparen wollen oder müssen, sie sich Zeit nehmen, um Produkte zu vergleichen und abzuwägen, was wirklich gebraucht wird und was nicht. Dann steht auch einem entspannteren Schulstart nichts mehr im Wege. In unserer letzten Kanal 3 Steiermark-Ausgabe hat sich in unserem Interview der Woche alles um das Thema Motorsport gedreht. Zwei Herren haben eine neue Rennserie mit dem Namen ES1 ins Leben gerufen. Und weil es so viel zu diesem spannenden Thema zu sagen gibt, sehen Sie jetzt Teil 2 unseres Interviews. Aus sportlicher Sicht, was ist denn da alles nötig, um überhaupt so eine Rennserie aufbauen zu können? Naja, grundsätzlich bedarf es immer einer Sportbehörde, die einen Sport grundsätzlich sanktioniert, in einer sportlichen Form, in einer technischen Form, speziell was den Motorsport betrifft. Vielleicht kennt der eine oder andere die Organisationen der FIA, die den Automobilsport sanktioniert, gleich wie die FIM für die Motorräder. So wurde für die Scooter-Rennserie oder im Allgemeinen auch ein Verband geschaffen für das Thema Micromobility. Also es wurde die Commission für Micromobility gegründet, die einerseits sich dem Sport zuwendet und auf der anderen Seite aber auch sich darum kümmert, um die Entwicklung des gesamten Micromobility-Sektors im Straßenverkehr und dort beratende Funktionen hat für Länder, für Städte, die eigene Zonen und das in den Städten einrichten. Zurückzukommen auf unsere sportliche Seite, ist es so, dass diese Commission ein sportliches Reglement herausgibt. Wie schaut die Rennserie aus? Wie wird gefahren? Wie schaut ein Punktesystem aus? Wie schauen aber auch Strafen aus, die vielleicht auszusprechen sind? Und auf der anderen Seite, ein wichtiger Part ist der technische Part, der sich beschäftigt, was kann der Scooter überhaupt oder wie ist er technisch aufgebaut. Die Entwicklung des Scooters an sich, mit dem wir fahren, ist über diese Commission festgelegt worden und nach der wird auch mehr oder weniger jeder einzelne Scooter bei jedem Rennen dann überprüft, technisch überprüft, ob alle Reglements dementsprechend eingehalten werden. Der nächste Aspekt ist natürlich, die Commission beschäftigt sich großteils auch mit der Sicherheit. Wir haben die Sicherheit der Fahrer, die ein oberstes Gebot ist, zu schützen. Wir haben für diese Rennserie eigene Barrieren entwickelt, Crash-Barrieren, wo wir Crash-Tests durchgeführt haben, um eigentlich die bestmögliche Sicherheit zu geben. Man hat eigene Simulationsprogramme, wie vorhin schon erwähnt, entwickelt und berechnet und wir haben natürlich auch ermittelt, wo kann man sicher Zuschauer platzieren, dass man ganz nah an der Strecke ist, dass man das hautnah mitbekommt, aber trotzdem auf einer sicheren Seite steht und all diese Dinge obliegen dieser Sportkommission, die das sanktioniert, noch die Richtlinien herausgibt, aber halt nebenbei auch noch den Sport attraktiv macht und die Sicherheit gewährleistet. Das ist das Hauptthema dabei. Du hast ja gerade die Richtlinien angesprochen. Welche konkreten Richtlinien hat dieser Verband jetzt aufgestellt extra für diese E-Scooter-Rennserie? Na, als erster gehe ich einmal von der sportlichen Seite her. Richtlinien, was den Streckenbau betrifft. Wie schon erwähnt, wir haben eigene Barrieren, Crash-Barrieren entwickelt, die einerseits den Fahrer beim Sturz aufhalten, aber er sich nicht noch verletzt, wenn er dagegen kracht. Das war ein Schritt. Wir haben die Simulationsprogramme entwickelt, in denen wir berechnet, auf jeden Meter der Rennstrecke, wenn ein Fahrer stürzt, wie weit fällt er, wie weit schlittert vielleicht der Scooter, wo kann er einschlagen und mit welcher Geschwindigkeit passiert das. Und anhand dessen haben wir Vorlagen, wie groß das dimensioniert sein muss, die Abläufe. Wir haben spezielle Vorgaben, was den Untergrund auch betrifft, Vorgaben,
der Streckenlänge. Also wir bewegen uns hier zwischen 400 und 500 Meter bei Strecken, die wir machen, um einfach das Programm attraktiv zu halten und auf der anderen Seite auch zu schauen, dass man mit dem Energiehaushalt des Scooters auskommt in den einzelnen Heats, mit dem Nachladen und den Dingen. Und das waren so die Hauptpunkte, die uns bei der Planung der Strecke treffen. Das ist natürlich alles sehr viel Vorarbeit. Wenn dann die Rennen stattfinden, wo sollen sie denn stattfinden? Ja, wie gesagt, letztes Jahr war schon eine Saison, wo wir in England, in London gefahren sind, in der Schweiz, in Sion. Dann sind wir in Spanien gewesen und in Frankreich. Heuer schaut es so aus, dass wir starten mit einer neuen Saison in Dubai, Ende dieses Jahres. Nächstes Jahr soll es dann weitergehen mit Emeryville, das ist direkt bei San Francisco, also in den Vereinigten Staaten. Und dann natürlich auch Saudi-Arabien und ein Rennen in Europa. Also es ist wirklich so gedacht, dass es weltweit gefahren wird und die Serie wirklich eine internationale, professionelle Serie wird. Kommen wir nochmal kurz auf die Rennstreckenplanung zurück. Du planst ja jetzt nicht nur Rennstrecken für E-Scooter, sondern auch für andere Motorsportbereiche, wie zum Beispiel für die Formel 1. Was sind denn da aktuell so deine Projekte und wo bestehen vielleicht auch Unterschiede und Gemeinsamkeiten bei der Rennstreckenplanung in Bezug jetzt auf die E-Scooter und die Formel 1 Autos? Ja, ich darf ja jetzt schon einige Jahre, die ich im Motorsport verbringe, mittlerweile 27, haben gemeinsam mit der Test und Training International, sprich mit dem Alexander Wurz, hier speziell uns auf Rennstreckendesign und Fahrsicherheitszentren konzentriert bei der Planung. Aktuell haben wir drei Formel-1-Projekte, an denen wir arbeiten, auf drei verschiedenen Kontinente. Also wir planen eine in Europa, eine Rennstrecke in Afrika und eine im Mittleren Osten, das derzeit eigentlich unser größtes Projekt ist, weil dort eine riesengroße Motorsportanlage entsteht, die es in der Nähe von Riyadh in Saudi-Arabien ist. Und das sind drei Formel-1-Projekte, die derzeit bei uns am Tisch liegen und vollste Konzentration verlangen. Der Unterschied bei der Planung einer Formel-1-Strecke zu einer E-Scooter-Strecke ist schon einerseits sehr gravierend. Man kann aber auch Parallelen finden bei gewissen Abläufen. Grundsätzlich ist es so, man beginnt auch bei einer Formel-1-Strecke als allererster mit der Location und sagt, wo kommt oder sollte die Strecke hinkommen. Einerseits gibt es Stadtkurse, andererseits gibt es Kurse, die in normales Gelände gebaut werden. Also man schaut sich das an. Man macht nach einer Inspektion vor Ort dann einen eigenen Visionsplan. Wie stellt man sich die Rennstrecke dort vor? Wie wird sie integriert in die Gegebenheiten? Wie ist die Kultur des Landes? Wie passt das im Umfeld? Was wird rundherum noch gebaut? Oder sollte diese Strecke noch beinhalten? Oder wird, so wie in Qiddiya zum Beispiel, die Strecke in einen gesamten Vergnügungspark mit integriert? Das heißt, all diese Gegebenheiten werden herangenommen und man macht einmal eine Vision daraus. Aus dieser Vision geht man dann eigentlich in eine schematische Planung über, wo man dann erstmalig die Strecke wirklich richtig reinplant. Man beginnt schon mit den ersten Simulationen, um zu sehen, wo liegt man mit den Geschwindigkeiten, wo liegt man mit den Runoff-Bereichen, wie dimensioniere ich Kurvenradien, das haben wir die Ähnlichkeiten zu den E-Scooters, da haben wir auch diese Vorgehensweise, nur bei der Formel 1 halt sind ein paar mehr Schritte involviert in das Ganze. Schaut, dass man einerseits die Vorgaben und Reglements einhält, die FIA vorgibt, was den Streckenbau betrifft, dann die Interessen der Formel 1 musst du vertreten, die einerseits natürlich eine Show bieten wollen, man will immer mehr Überholmanöver sehen. Das heißt, man designt auch die Strecke danach und sagt, wo habe ich für die Motorsport-Insider DRS-Zonen, die ich machen kann, wo kann ich überholen, mit welcher Art und Weise könnte ich überholen. Und das fließt alles in so eine Planung der Rennstrecke ein. Und dann kommen natürlich die Gebäude, die dazu notwendig sind.
Und wenn man das einmal hat, geht es dann abgeklärt hat mit allen Stakeholders dazu, geht es in die Detailplanung und Finalisierung eines Baus. Ja, also können schon einige Gemeinsamkeiten und auch Unterschiede identifiziert werden. Wir sind schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich bedanke mich für die Zeit und für die ganzen wertvollen Infos, die wir da mitnehmen haben können, und wünsche noch für die Rennserie ganz viel Erfolg. Dankeschön. Dankeschön. Sportveranstaltungen, Kunst, Gesellschaft, Imagefilme oder Werbespots. Wir halten Ihre Lieblingsmomente fest. Wir transportieren nicht nur Bilder, sondern auch Emotionen, um die schönsten, spannendsten und interessantesten Momente immer wieder zu erleben. Ein junges, passioniertes Team, kreative Konzepte, technisches Know-how und viel Liebe zum Detail. Das ist Kanal 3, unser steirisches Fernsehen. Rund 5 bis 6 Liter Blut fließen durch den Körper eines ca. 70 Kilogramm schweren Erwachsenen. Die Blutmenge ist abhängig von zahlreichen Faktoren wie Alter, Gewicht und auch Geschlecht. Für eine Blutspende wird jedoch nur eine verhältnismäßig kleine Menge benötigt. Bei der Blutspende entnehmen wir 465 Milliliter Blut. Das sind 450 Milliliter für die Konserve und dann eben der Rest für die Proberöhrchen, damit wir die labortechnischen Untersuchungen damit machen können. Wichtig ist es, regelmäßig Blut zu spenden, da die Blutkonserven nur eine begrenzte Haltbarkeit aufweisen. Also bei der Blutspende nehmen wir sogenanntes Vollblut ab. Dieses Vollblut wird dann im Labor aufgeteilt und der wichtigste Part davon für uns sind die Erythrozytenkonzentrate. Die sind 42 Tage haltbar und dann gibt es noch andere Bestandteile wie Plasma oder Thrombozyten, die auch aufgeteilt werden, aber eine andere Haltbarkeit aufweisen. Also die durchschnittliche Konserve ist für uns 42 Tage haltbar. Vor allem die Urlaubszeit und Krankheitswellen stellen die Blutspendedienste vor große Herausforderungen. Es ist für uns sehr schwer, immer ganz genau abzuschätzen, wann wer spenden kommt. Engpässe haben wir meistens saisonal, wenn entweder Krankheitszeiten, sprich Grippewellen oder so beginnen, oder wenn viele Leute gleichzeitig auf Urlaub fahren, einfach weil dann unser Stammklientel nicht verfügbar und nicht greifbar ist, weil sie irgendwas anderes zu tun haben. Um Blutspenden gehen zu können, müssen bestimmte Voraussetzungen gegeben sein. Fürs Blutspenden gibt es natürlich Voraussetzungen. Im Prinzip kann man sagen, jeder gesunde Erwachsene über 18 Jahren darf Blutspenden gehen. Im Einzelfall, wenn es irgendeine Verhinderungen oder so gibt, wird es dann im Anamnesegespräch mit unserer Ärztin oder unserem Arzt vor Ort besprochen, ob man heute spenden darf oder eben nicht. Wann ist man ungeeignet? Auf was noch alles bei einer Blutspende zu achten ist? Das Rote Kreuz gibt Auskunft. Also die Spendeanzahl pro Jahr ist bei Männern maximal 6-mal, bei Frauen maximal 4-5-mal und man muss immer schauen, dass circa 8 Wochen zwischen den Spenden liegen. Also der Mindestabstand zwischen zwei Blutspenden sind 56 Tage. Also es gibt temporär natürlich Ausschlussgründe von der Blutspende, sprich wenn man Medikamente nimmt, wenn man irgendwo auf Urlaub war oder so wie jetzt, weil gerade die Saison dafür ist, zum Beispiel wenn man einen Zeckenstich gehabt hat oder wenn man irgendwo im Ausland war, zum Beispiel in einem Gebiet auf der Welt, das als Malaria-Gebiet deklariert ist, dann ist man für mehrere Wochen oder Monate rückgestellt von der Blutspende. Wir haben die Steirer befragt, wie sie zum Thema Blutspende stehen. Warst du schon mal Blutspenden? Ich habe es 2-mal probiert, wurde leider nicht angenommen. Aha, und warum nicht? Einmal wegen einer Krankheit und einmal wegen einem Zeckenbiss. Ja, ich war schon öfters Blutspenden. Findest du Blutspenden generell wichtig? Sehr wichtig, ja. Sollte viel öfter gemacht werden, finde ich. Warst du schon mal Blutspenden? Ja. Mehrmals schon. Findest du, dass Blutspenden wichtig ist? Ich finde es sehr wichtig, vor allem für die Spitäler, weil es momentan noch zu wenig gibt.
Ich finde es sehr wichtig, gesamtheitlich in unserer Gesellschaft, so dass auf unser Gesundheitssystem sehr sozial ist und dass Menschen Blut spenden. Leider geht natürlich nicht so oft, wie eigentlich sollte. Aus deiner Familie zum Beispiel, war da schon jemand Blutspenden einmal? Ja, aus meiner Familie waren schon einige Leute Blutspenden. Ich persönlich noch nicht, weil ich mich immer tätowieren lasse. Und dann soll man es ja zeitlang nicht machen, aber ich bin da leider zu nachlässig. Also ich werde das jetzt auch mal in Angriff nehmen. Findest du Blutspenden generell wichtig? Sollten das mehr Leute machen? Ja, viel mehr. Also die Leute gehen leider viel zu selten Blutspenden, aber ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und hast du schon mal Blutspende benötigt? Nein, Gott sei Dank noch nicht. Fazit: Der Wille zur Blutspende ist da. Viele Österreicher gehen regelmäßig Blutspenden. Trotzdem sind Blutkonserven Mangelware. Naherholung und Naturjuwel. Die ökologische Bedeutung der Mur ist für die Steiermark nicht hoch genug einzuschätzen. Grund genug für uns, die Lebensader Mur etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Quer durch die Steiermark schlängelt sich ein ganz besonderer Fluss. Die Mur ist mit ihren ca. 450 Kilometern Länge einer der längsten Flüsse Österreichs und Hauptfluss der Steiermark. Ihren Ursprung hat die Mur im Salzburger Lungau. Dort fließt sie aus einer Quelle auf ca. 1900 Metern Höhe und bahnt sich anschließend ihren Weg durch Österreich, Slowenien, Kroatien und Ungarn. Bezieht man sich auf indogermanische Sprachwurzeln, bedeutet der Name Mur so viel wie stehendes Wasser oder Sumpf. Auf ihrem Weg durch die Steiermark verändert die Mur öfters ihre Gestalt. Mal stark fließend, dann wieder ruhiger, bis hin zu vereinzelten Staubereichen. Denn auch viele Wasserkraftwerke nutzen die Kraft des Wassers der Mur. Auf den letzten Kilometern mündet die Mur an der kroatisch-ungarischen Grenze bei Legrad in die Drau. Dieser Fluss prägt seit Jahrtausenden den Alltag der an ihr lebenden Menschen. Und diese Menschen wiederum prägten das Erscheinungsbild des Flusses. An ihrem Oberlauf in Österreich zählte die Mur bis in die späten 1980er Jahre aufgrund von Industrieabwässern zu den am stärksten verschmutzten Flüssen Österreichs. Heute ist sie in ihrem langsam fließenden steirischen Bereich südlich von Graz großteils saniert und zeigt eine zufriedenstellende Gewässergüte. Zusätzlich bietet die Mur und ihre Vegetation Lebensraum für viele Tierarten, sowohl im Wasser, an Land und auch in der Luft, was zur Rückkehr sensibler Fisch- und Vogelarten führt. Die Renaturierung dieses Gewässers dort, wo es wirtschaftlich vertretbar ist, wird also fortgeführt. Altarme und Auwälder ausgebaut. Auch für Spaziergänger und Wassersportler wurde die Mur in den letzten Jahren immer attraktiver. Und natürlich ist sie die beste Kulisse für unsere Grazer Murinsel. Dass die Mur nicht nur Lebensraum für viele Tierarten ist, sondern gleichzeitig für diverse Wassersportarten genutzt wird, haben Sie ja bereits gehört. Aber kennen Sie auch das sogenannte Mur-Tubing? Wir haben alle Infos zu dieser Trendsportart. Ob Kanu, Paddleboard oder Schlauchboot, es gibt viele Möglichkeiten, um sich als Wassersportler den nötigen Kick zu holen. Seit einiger Zeit ist Tubing im Gespräch. Dabei handelt es sich um einen neuen Trend, der immer mehr Wassersportbegeisterte an die Ufer der Mur lockt. Tubing ist im Prinzip, man sieht es im Hintergrund bei mir, wir fahren damit so gelben Reifen, aufblasbaren Reifen. Man kann sich das Material ungefähr so vorstellen wie von einem Raftingboot. Da fahren wir die Mur runter, entlang der Murinsel, praktisch quer durch Graz, mitten in Graz. Und wir genießen dabei einfach die Idylle, den Ausblick und natürlich auch die wilden Wellen. Das Prinzip hört sich im ersten Moment recht simpel an, trotzdem gibt es ein paar Dinge, die man beachten sollte, wenn man sich in die Strömung begibt. Also das Allerwichtigste ist natürlich die Schwimmweste. Die Schwimmweste sollte für die Person abgestimmt sein, das heißt, sie sollte für das Gewicht passen und natürlich sicherheitshalber auch den Helm. Braucht man nicht unbedingt, aber sicher ist sicher, es kann ja immer was passieren. Sicherheit steht immer an oberster Stelle. Jeder Teilnehmer erhält vor dem Gang ins Wasser genaue Instruktionen. Diese sind wichtig, obwohl es gar nicht so leicht ist, aus den Ringen zu fallen, was vor allem an der Beschaffenheit der Ringe liegt. Durch den Schwerpunkt, wenn man nochmal im Hintergrund bei mir schaut, wenn man drin sitzt, ist der Schwerpunkt so tief, man schafft es fast nicht, dass man reinfliegt, vor allem weil Wasser immer ein bisschen reinschwappt. Es kann natürlich passieren, vor allem wenn man es provoziert, aber im Prinzip schafft man es fast nicht. Tubing ist sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet.
Wichtig ist zudem, einen erfahrenen Instruktor an seiner Seite zu haben. Also prinzipiell ist es als Instruktor sehr wichtig, dass man das schon dutzende Male gemacht hat, dass man einfach weiß, was wirklich die Gefahren sind, was passieren kann, dass man alles im Blick hat und wirklich ein Auge für die Probleme hat. Als Kunde bei uns oder als jemand, der das bei uns macht, ist prinzipiell wichtig, dass man mit dem Paddel, mit dem Tube und die Schwimmweste passt, alles umgehen kann. Alles andere bekommt man auf jeden Fall von uns. Das heißt, für Anfänger und für Fortgeschrittene ist bei uns ist jeder gut aufgehoben und geschaut. Circa eine Stunde dauert so eine Tubing-Session auf der Mur inklusive Vorbereitung. Meist treibt man in Gruppen von 10 bis 15 am Fluss dahin. Wenn es doch dazu kommt und der seltene Fall eintritt, dass jemand aus den Ringen ins Wasser fällt, wird einem sofort geholfen. Dann gibt es von uns Guides. Natürlich schwimmt man mit der Schwimmweste. Man hat vorher die Sicherheitsbelehrung, alles Wichtige, was man braucht am Wasser und was man behirnen sollte. Aber sollte es dazu kommen, dann gibt es die Guides von uns, die mit Kajak eingreifen. Na dann rein in die kühlen Fluten. Das lässt man sich als Wassersportler, besonders an heißen Tagen, nicht zweimal sagen. Wir sitzen zu viel und bewegen uns zu wenig. Rückenschmerzen sind zur Volkskrankheit geworden. Wir haben nachgefragt, wie es denn um die Rückengesundheit der Steirerinnen und Steirer steht, für unser Spontan der Woche. Spontan! 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 Spontan natürlich! Rückenbeschwerden, Volksleiden Nummer 1. Ja. Machen Sie speziell was für Ihre Rückengesundheit? Ja, mache ich ganz besonders was. Ich mache jeden Tag mit dem Philipp, du und ich, Fernsehen, gell, von 10 nach 9 bis halb 10. Und dadurch habe ich relativ wenig Rückenschmerzen. Ich mache wirklich jeden Tag morgens Gymnastik, ein paar Übungen, ein Beckenbodentraining für Frauen, ja. Doch, weil es halt fit im Endeffekt. Ich bin fast 50 und Oma und es haut hin, danke. Naja, Rückenbeschwerden habe ich schon, ja. Aber ich tue halt Sport machen, sehr viel. Massagen oder Übungen? Mache ich auch öfters, ja. Meine habe ich eh gerade gemacht. Habt ihr mir leicht zugeschaut? Ich habe gerade Dehnungsübungen gemacht, weil ich Zeit habe. Ja, ich bin regelmäßig deswegen im Krankenhaus. Aber machen Sie was präventiv? Massagen, Übungen? Turnübungen, ja. Wie ich sie auf Reha gelernt habe. Ich sollte bestimmte Übungen machen, aber mein Rücken hat seinerzeit ein Orthopäde aus Klagenfurt repariert. Ich habe keine Bandscheiben mehr gehabt. Machen Sie vielleicht speziell was für Ihre Rückengesundheit? Nein. Und auch keine Beschwerden? Nein. Ich mache täglich Turnübungen. Fit mit Philipp. Und Massagen oder in der Richtung nichts? Schon, ja, aber nicht regelmäßig. Aber durchs Turnen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das viel besser geworden. Wie steht es denn um Ihre Rückengesundheit? Tun Sie vielleicht speziell was für den Rücken? Ja, ich schmier mich ein. Mein Rücken tut immer weh. Habe ich nicht keine Rücken. Ich gehe mit Turnen und Schwimmen. Nichts Rückenprobleme. Die normalen Übungen, was ich so aus den Büchern kenne und vom Turnen her. Und ja, eigentlich, wenn ich Rückenbeschwerden habe, habe ich schon meine eigenen Übungen, was ich da machen kann. Und das ist ruckzuck wieder weg. Spontan. Spontan natürlich. Der Titel unseres aktuellen Stadtgesprächs lautet Graz pflegt die Tanne, 65 Jahre Spar. Zu Gast bei Gregor Witzhalm ist der Geschäftsführer von Spar Steiermark und Südburgenland, Herr Magister Christoph Holzer. Hallo meine Damen und Herren beim Stadtgespräch. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Zuschauen, wir feiern heute ja so einen halbrunden Geburtstag. Sie sehen schon, da ziehe ich immer das schöne Jäckchen an. Vor allem, wenn es um ein steirisches Unternehmen geht. Es ist natürlich nicht nur ein steirisches, sondern ein österreichweites Unternehmen. Aber in der Steiermark ein ganz, ganz großer Player. Denn Graz wächst ja und pflegt die Tanne, sage ich jetzt einmal. Um was geht es? Natürlich um Spar. Spar feiert 65 Jahre Spar, Steiermark, Südburgenland.
und der Geschäftsführer in diesem Bereich ist heute mein Gast, der Magister Christoph Holzer. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, 65 Jahre Spar. Fangen wir vielleicht einmal persönlich an. Also, wenn man sich mit Spar beschäftigt, und das spricht für Sie, oder vielleicht wollen Sie das gar nicht so, beschäftigt man sich im Kopf auch mit Herrn Geschäftsführer Holzer. Also irgendwie ist Spar und Christoph Holzer ist eine Symbiose, die gar nicht voneinander trennbar ist. Wie fühlen Sie denn das selbst so? Naja, ich bin seit 1995 bei Spar. Naja, das heißt, ist das schon ein paar Tage. Doch ein paar Tage. Yeah. Das heißt, es ist auch für mich eine ganz enge Symbiose. Und dass es in der Steiermark gelungen ist, dass wir einerseits natürlich in der Vergangenheit Erwin Schmuck und dass ich als Nachfolger immer stark die Personen natürlich auch mit den Unternehmen verbunden sind. Ja, wir sind die Botschafter der Spar in der Steiermark und da fühlen wir uns auch sehr wohl damit. Genau, und das ist ja auch, glaube ich, die Idee des Unternehmens, eben diese persönliche Ebene und persönliche Note und wie gesagt, die lange Zeit, die sie schon da sind, fast Mr. Spar möchte man fast sagen, aber ich weiß nicht, ob sie das so mögen, spricht da schon für sich in einer Zeit, die so schnelllebig ist und wo schnell was fluktuiert. Also insofern, alles richtig gemacht, 65 Jahre Spar. Wenn wir in Graz sind, dann fällt einem Grazer und einer Grazerin natürlich sehr auf, wenn man in Graz-Buntigam unterwegs ist, was hier entsteht. Aber erzählen Sie selbst, ist das so quasi ein Geburtstagsgeschenk, was hier entsteht? Diese wunderbare, riesige Zentrale, die so vieles kann, aber Sie werden es uns erzählen. Naja, wir haben in den letzten Jahren schon einige Ausbauschritte gemacht. Wir haben vor wenigen Jahren unsere TAN komplett erneuert und ausgebaut. Und jetzt hat sich in den letzten Jahren leider ganz stark herausgestellt, auch unser Lager ist deutlich zu klein geworden und wir investieren jetzt 45 Millionen und ich denke, das ist schon weit mehr als ein Geburtstagsgeschenk, das ist ein echtes Zukunftsgeschenk für den Standort, wo man wirklich sagen kann, wir sichern den Standort langfristig für die Zukunft ab und die gesamte Logistikzentrale hier wird wirklich komplett auch ausgebaut, umgebaut und ergänzt. Und zwar 60 Jahre haben wir ja auch noch TAN, das haben wir ja noch unterschlagen, also der zweite und in dem Fall runder Geburtstag. Aber hier die Logistik zu zentrieren und die Logistik ist so vieles, vielleicht nur so zwei, drei Beispiele, damit man sich einen Riesen wie Spar vorstellen kann, was da ineinander greifen muss. Ja, es ist ganz spannend, wenn man so eine Logistikzentrale von innen sieht, dann kriegt man erst mit, was im Hintergrund läuft. Wir liefern aus Buntigam Trockensortiment, Frischdienst, wir produzieren eben unsere TAN-Frischware, die Frischwürste, Brühwürste, Frischfleisch und alles das wird dann in der Logistik zusammengeführt. Und dann gibt es natürlich das andere Ende der Logistikkette, die gesamten Transporthilfsmittel, Mehrweggebinde, künftig auch die Einweggebinde, die aus unseren Standorten wieder hereingeführt werden und dann entsprechend auch wieder vorbereitet werden für die Industrie zur Abholung. Also es ist ein intensiver Kreislauf. Und wie gesagt, wer die Baustelle, die Baustelle solche wird immer kleiner, aber das, was entsteht, wird immer größer, sieht, weiß, was da gebraucht wird und welche Räder da greifen müssen, kleine, große, damit die Produkte von Spar dorthin kommen, wo sie hinkommen sollen, nämlich zum Händler und dann zum Kunden. Das haben wir schon bei den Händlern. Ich glaube, die Philosophie von Spar, einerseits die große Marke und andererseits, Mr. Spar von sich selber hat es erzählt, andererseits der Händler vor Ort, der dem Kunden sehr nahe ist, ist eine Philosophie, die so weitergeführt werden soll. Oder die sie ist im Grunde. Ja, unbedingt. Das ist unsere DNA, kann man sagen. Das kommt auch von der ersten Spargründung aus den 30er Jahren in Holland, wo damals ein Holländer eben diese erste Sparorganisation gegründet hat. Wir sind ja ein österreichisches Familienunternehmen, aber wir sind verbunden über Name und Logo mit den anderen Sparorganisationen, die es auf der ganzen Welt gibt. Und diese Kooperation mit Kaufleuten, das ist wirklich unsere Ausgangsbasis gewesen, dass ein Großhandelsunternehmen mit seinen Kaufleuten unter einem Namen zusammenarbeitet. Ja. Und das ist bis heute ein Erfolgsfaktor von uns. Immer noch die Hälfte der Standorte in ganz Österreich zum Beispiel werden von selbstständigen Kaufleuten betrieben. Und in der Steiermark haben wir deutlich über 130 Kaufleute, selbstständige Kaufleute Steiermark und Südburgenland. Was ja hochspannend ist, denn man hat natürlich als den Eindruck, wer will sich das noch antun? Ich bin ja noch in einer Generation, ich kenne ja wirklich noch Kreisler, also die so alles hatten. Das gibt es nicht mehr in der Form, aber es gibt eben die selbstständigen Kaufleute und da hat man den Eindruck, das will sich jetzt auch keiner mehr antun, aber es funktioniert unter dem Dach der Marke. Wie ist denn da so Ihre Erfahrung? Also wir haben die
gute Erfahrung, dass es doch noch viele Menschen gibt, die wirklich, sich das antun wollen. Wobei ich ja spannenderweise ergänzen muss, wir haben durchaus noch kleine Kreisler-Geschäfte, wo man wirklich sagen kann, das sind auf wenigen Quadratmetern Höchstleistungen, die da gebracht werden. Aber wir haben natürlich auch viele, viele Geschäfte von Kaufleuten, wo man wirklich sagen kann, das ist eine Managementposition, die mit dieser vergangenen, mit diesem vergangenen Bild auch nichts mehr zu tun hat, sondern wo ein Unternehmen mit 1400 Quadratmeter Verkaufsfläche mit 50, 60, 70 Mitarbeitenden geführt wird. Also das ist schon eine ganz andere Position, als vielleicht dieser klassische Kreisler der Vergangenheit ist. Ja, ja. Aber es ist ein... Es gibt immer neue Qualität und in dem Fall, und da muss man ja sagen, die Spanne vom selbstständigen Kaufmann bis hin zu den großen Filialen, die ihr habt, Eurospar, Interspar, also wo es dann auch alles gibt, ist natürlich eine große Klammer, die zu erfüllen ist und die wahrscheinlich nur einer kann mit dieser Größe wie Spar das auch hat, ne? Ich denke, das hilft schon, dass wir unseren Kaufleuten da wirklich auch das volle Angebot bieten können. Die können aus dem vollen Sortiment schöpfen, bis hin zu Produkten, die es in einer Interspar gibt, und wir können ihnen das liefern. Und umgekehrt dann auch die Spatze zu haben, Dinge zu haben im Sortiment, die man halt bei Winterspar nicht mehr findet. Ne? Natürlich, also ja, mit dieser Regionalität, Verbundenheit, genau, die viele Kaufleute dann haben, dann wirklich in die Mikroregionalität gehen zu können und da wirklich ein total rundes Bild an Genuss, an Nahrungsmitteln anbieten zu können. Nähe zum und Kunden. Und Nähe zum Kunden, da sind wir schon bei der Regionalität. Wie lebt sich das in der großen Denke bei Spar, also die regionalen Produkte, regionale Produzenten, Stichwort Fleisch, Tarn, ist, wenn wir schon von Tarn reden, ein hochsensibles Thema, logischerweise, wie geht Spar damit um, sodass wirklich glaubhaft beim Kunden das am Teller kommt, was ihr auch versprecht. Wir sind seit vielen Jahrzehnten Partner von der AMA, das heißt, wir haben seit vielen Jahren nur mehr AMA-Fleisch in unserem Angebot. Wir wissen natürlich gleichzeitig, dass es mehr und mehr Kunden gibt, die sagen, das genügt mir nicht mehr. Ich möchte mehr an Qualität in der Tierhaltung und in vielen anderen Themen haben. Und da bieten wir auch sehr viel an mit unseren Tierwohlprogrammen, ob das im Schweinefleischbereich ist mit unserem Turok Mühlenhof oder im Rindfleischbereich mit unserem Murbodner Rind, wo wir wirklich Dinge anbieten können, die da noch weit darüber hinausgehen, die im Grunde genommen in vielen Fällen im Bereich Bio anzusiedeln sind, aber eben die Zertifizierung nicht machen, weil sie sagen, sie fahren eine andere Schiene. Ja. Also ich denke, dass das die Sensibilität der Kunden nimmt laufend zu. Das ist auch gut so, das ist gut so, weil es die gesamte Qualität steigern wird. Und wir denken, dass der Zukunftsweg sicherlich noch viel stärker in die Bereiche Tierwohl hineingehen wird. Aber auf eines dürfen wir nie vergessen. Es geht natürlich auch um Ernährungssicherheit. Es geht um Versorgungssicherheit für eine gesamte Region. Und da müssen wir schon alle mitnehmen, auch die Bauern, die entsprechend den Zeitraum brauchen, um vielleicht die Veränderung mitgehen zu können und gleichzeitig aber auch international bestehen müssen. Also es ist schon für, auch für die Bauern eine große Herausforderung. Spar braucht ja Mengen auch. Ne? Also es ist nett, wenn es von dort und da vom Biobetrieb schönes Fleisch gibt, aber das ist nett. Aber ihr braucht halt eine gewisse Margen. Und versteht ihr euch da so auch als Unterstützer? Wir sagen, ja, wir gehen den Bioweg, wir wollen natürlich, müssen größer werden, wenn wir Partner von Spar sein wollen, bleiben wollen, dass Spar hier auch im Hintergrund steht für diesen Bauern. Sagt, Leute, wir sind da und wir bleiben da. Weil das ist ja wichtig, das Vertrauen. Unbedingt. Und ich denke, dass, also das Thema Bio, das Sie angesprochen haben, es gibt viele Konsumenten schon, die wirklich Wert auf Biofleisch legen. Aber viele, die sagen, das ist mir zu hochpreisig und da brauche ich eine Stufe darunter auch noch, das konventionelle Fleisch. Gleichzeitig aber eben auch andere Angebote, wo Sie diese Partnerschaft angesprochen haben, wo natürlich die Produzenten, jetzt nehmen wir wieder Mühlenhof her, oder auch die Murbodner Bauern, sich darauf verlassen können, dass die Mengen, die sie produzieren, wir auch abnehmen. Okay, das ist nämlich wichtig, ne? Weil sonst gerade der Bauernstand, der braucht jetzt richtig Rückenwind, glaube ich, und wenn er von Spar kommt, kann es nicht schaden, würde ich meinen. Sie haben selber angesprochen, die Preise. Das ist natürlich ein Thema, da kommt auch Christoph Holzer nicht vorbei. Wir leiden alle darunter. Viel versteht der Kunde auch nicht, warum ist das so? Wie erleben Sie das denn in Spar? Wie können Sie so wirtschaften, dass Sie einerseits ein vertrauensvoller Partner für mich als Kunden bleiben. Andererseits natürlich müssen sie wirtschaften, das ist klar. Und was sind so die Erfahrungen gerade der vergangenen ein, zwei Jahre und vor allem die Perspektiven auch, was die Preispolitik betrifft?
Die Preispolitik ist in Österreich sehr, sehr wettbewerbsorientiert. Man sollte nie vergessen, dass wir in Österreich einen wirklich intensiven Wettbewerb haben. Es vergeht ja kein Tag, wo ein Wettbewerber eine Preissenkung macht und im Grunde genommen der gesamte Wettbewerb in kürzester Zeit nachzieht und teilweise wir auch vorgeben natürlich. Mhm. Ich kann also mit wirklich großer Überzeugung sagen, diese Anschuldigungen an den Handel, an der Inflation durch quasi Preistreibere beteiligt zu sein, die sind vollkommen falsch. Die entbehren jeglicher Grundlage. Wir haben enorme Kostensteigerungen im Bereich der Energie. Wir haben natürlich deutliche Personalkostensteigerungen. Wir brauchen die Leute ja trotzdem. Und wir erleben gleichzeitig auch eine gewisse Kaufzurückhaltung in der Menge. Ist klar. Das heißt, es ist schon für uns so, dass wir alle diese Kostenfaktoren nicht eins zu eins aktuell an die Kunden weitergeben können, gleichzeitig auch damit konfrontiert sind, dass uns die Zulieferindustrie ständig Preiserhöhungen, eigentlich teilweise die dritte, vierte Welle auf den Tisch legt. Also ich kann mit großer Sicherheit sagen, und da kann jeder kommen und sich die Zahlen bei uns anschauen, die Regierung ist ja da auf Bundesebene sehr aktiv und teilweise auch mit der Kommunikation sehr aktiv gegen den Handel. Es ist vollkommen falsch. Es ist vollkommen falsch auch, nicht endlich den österreichischen Handel mit einem Energiekostenzuschuss 2 entsprechend zu unterstützen. Das einzige Land Europas, wo das noch immer nicht passiert ist, dass die Händler eine derartige Unterstützung für Energiekosten bekommen haben. Wir sitzen derzeit komplett allein auf diesen Kosten und die Ertragslage für viele Händler, auch für uns Große, hat sich deutlich, deutlich verschlechtert. Ist klar. Das ist also diese Forderung, die Sie und Ihre Branchenkollegen haben, des Energiekostenzuschusses. Sie meinen, käme der, wäre einiges abgepuffert und das käme dann auch, so jetzt einmal in logischer Konsequenz, dem Kunden zugute. Könnte man so weit gehen? Oder müssen wir auf das Preisniveau uns jetzt grundsätzlich mal einstellen? Ich denke, Inflation heißt immer, dass sich etwas verändert. Ja. Und dass einmal grundsätzlich die Preise jetzt nicht automatisch wieder zurückgehen. Das würde ja auch eine gegenbewusste Deflation sein. Genau. Also das wäre volkswirtschaftlich jetzt in der Erwartungshaltung schwierig. Es haben sich ja auch im gleichen Ausmaß teilweise und tun es ja laufend. Wir haben gerade jetzt auf den Tisch bekommen die Forderungen für die Pensionserhöhungen des nächsten Jahres. Es haben sich ja auch die Löhne und Gehälter entsprechend erhöht. Also es kann jetzt nicht sein, dass die Erwartungshaltung ist, es gibt jetzt eine quasi Preissenkung auf ein Niveau vor der Inflation. Das wäre unrealistisch. Das ist unrealistisch und wie Sie sagen, volkswirtschaftlicher Blödsinn. Im Grunde würde es reichen, es wird weniger teurer. Ne? Das ist das Ziel. Und das passiert ja auch laufend schon, dass wir teilweise schon wieder heruntergehen können, beziehungsweise die Steigerungsraten geringer werden. Mhm. Und hat aber natürlich auch zu tun mit den Dingen, die bei uns auf den Tisch gelegt werden, von der Industrie, von Energieversorgern, aber auch von Lohn- und Gehaltsforderungen für das nächste Jahr, die ja auch schon in der Vorbereitung stehen. Mhm. Klar, aber es lässt sich natürlich am Kundenverhalten, Sie haben es ja selber gesagt, der Kunde ist zurückhaltender geworden. Klar, der Einkaufswagen ist für 100 Euro weit weniger gefüllt, als er noch einst war. Aber wir erkennen auch, man kann es so jetzt nicht eins zu eins vergleichen. Aber das Kaufverhalten hat sich verändert. Also große Marken wie die Ihre, die haben natürlich jetzt auch ihre Eigenprodukte und Eigenmarken. Also in Ihrem Fall ist es das S-Budget. Mhm. Etwas, was man schon in Zeiten angeleiert und begonnen hat, da war von dem alles kein Rät noch, was wir jetzt erleben. Wie ist denn da so die Entwicklung? Die Leute greifen schon bewusster zu den Eigenmarken oder zu den günstigeren Produkten, das kann man so sagen, denke Absolut. Ich. Ja. Und das Spannende an S-Budget ist ja, dass es ja zufällig auch in einem Krisenjahr im Jahr 2008 eingeführt wurde. Also wir haben jetzt 15 Jahre S-Budget heuer. Noch ein Geburtstag, ja. Noch ein Geburtstag. Noch einer, der dritte. Aber man kann, so wie Sie sagen, definitiv feststellen, dass die Einkaufswagen grüner geworden sind. Also der Anteil an Produkten von S-Budget unter der Marke S-Budget ist deutlich gestiegen. Es ist auch der Aktionsanteil noch einmal gestiegen. Das heißt, die Leute kaufen bewusst schon Aktionsartikel. Ja, das spüren wir natürlich. Aber das ist unser Glück, dass wir eine sehr erfolgreiche einerseits Marke wie S-Budget haben, aber auch unsere Sparqualitätsmarke, die ja preislich sehr, sehr attraktiv positioniert ist, hat da entsprechende Zuwachsraten und bietet Alternativen zu anderen Artikeln, zu Markenartikeln. Ich wollte gerade sagen, und natürlich die Markenartikelhändler, denen gefällt das so jetzt mal gar nicht so. Das ist ja klar, aber das ist halt der Wettbewerb. Aber jetzt mal objektiv gesehen, die wird es aber weiter. Also wir werden nicht erleben, dass es dann nur mehr Eigenmarken irgendwann einmal in den Supermarktketten gibt, egal wie sie jetzt heißen, und es die Markenprodukte als solche vollkommen verschwinden von der Bildfläche.
Das eine muss man ja sagen, dass wir einerseits sehr, sehr große internationale Markenartikelproduzenten bei uns auch führen, Nestlé, Procter Gamble und ähnliche, wo wir ja als österreichischer Handel gesamt jetzt nicht so diese Marktbedeutung haben. Und die sind natürlich auch für uns unverzichtbar. Der Kunde erwartet diese Artikel, der Kunde möchte diese Artikel. Gleichzeitig haben wir eine sehr gute Partnerschaft mit vielen heimischen Marken, mit vielen heimischen Produzenten. Vielfach produzieren sie auch unsere Eigenmarken, vielfach liefern sie aber auch ihre Markenartikel zu uns. Und wir werden immer versuchen, diesen gemeinsamen Weg zu gehen, dass wir einerseits klar unsere Eigenmarkenschiene weiterhin im Fokus haben, weiterhin entwickeln, aber es wird niemals so sein, dass es nur mehr Eigenmarkenprodukte gibt. Also, wie wichtig, das alles muss unter der Tanne weiterhin Platz haben, so können wir diese Tanne eben gemeinsam pflegen, vielleicht noch zum Schluss, damit wir auch eine Perspektive geben, auch das haben Sie ja kurz erwähnt, das ist nicht so leicht momentan, nämlich nicht nur in Ihrer Branche, sondern in allen Branchen, kann man reden, wenn man will, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, die auch wirklich arbeiten wollen. Wie geht es denn Ihnen da und inwieweit sind Sie jetzt gerade jetzt eine Perspektive ersparbar, weil Sie ja gerade diese Ausbildungsschiene, da haben wir schon mal drüber gesprochen, sehr, sehr fett fahren, würde ich sagen. Ne? Unbedingt. Und ich denke, man kann ja auch wirklich sagen, unsere Mitarbeitenden haben ja jetzt ein Wechselpartergefühl die ganzen Jahre erlebt. In der Corona-Zeit zuerst die Helden, dann gleich wieder die Buhmänner. Aber im Grunde genommen, vor allem die Menschen, die immer da waren, die niemals in Kurzarbeit waren, die niemals Homeoffice machen konnten, sondern die immer da waren für die Kunden. Und das hat natürlich auch eine gewisse Forderung, teilweise sogar Überforderung gebracht, Zeit. Und gleichzeitig hat sich der Arbeitsmarkt schon stark verändert. Wir erleben die ersten Jahrgänge dieser geburtenschwächeren Jahrgänge, die schon in Pension gehen, beziehungsweise die geburtenstarken Jahrgänge und wenig erst den geburtenschwachen Lauch kommt. Wir erleben jetzt ein bisschen diese Veränderung auf dem Sektor Frauenpensionsantrittsalter. Das wird uns vielleicht jetzt noch einige wenige Jahre ein bisschen Entlastung bringen. Aber in Summe müssen wir davon ausgehen, dass es eine immer größere Herausforderung wird, unsere Dienstleistungsqualität, und die haben wir immer im Fokus, mit Arbeitskräften zu erfüllen. Ich denke, wir haben aber einen guten Namen. Und auf diesem Namen und auf der guten Ausbildung, die wir bieten, werden wir weiter aufbauen und sagen, wir glauben, dass wir das beste Arbeitgeberunternehmen im Bereich Lebensmittelhandel zumindest in Österreich sind. Darauf sind wir sehr stolz und das werden wir weiter forcieren. Also wichtig ist es, dass es die Tanne gibt, sage ich mal, auch aus der Kundensicht, wo man immer auch einkaufen geht. Die Vielfalt ist das Wichtige und das Angebot, und da ist die Tanne ein ganz wesentlicher Player. Also sie wird weiter gegossen hier in der Steiermark und Sie werden dafür sorgen, dass es genug Wasser gibt. Herr Holzer, Dankeschön, dass Sie mein Gast waren. War spannend. Ihnen, meine Damen und Herren, ja, ein großes Dankeschön von dieser Stelle. Wir sehen uns. Weitere Neuigkeiten gibt's wie immer kurz und knapp in unseren Kanal 3 Kurznews. Die starken Regenfälle haben nicht nur in Südösterreich, sondern auch im benachbarten Slowenien schwere Schäden angerichtet. Seit der Hochwasserkatastrophe im Süden Österreichs waren Dutzende Mitarbeiter der ASVINAG, die als ehrenamtliche Helfer bei Blaulichtorganisationen engagiert sind, im Hilfeeinsatz. Die ASVINAG beteiligt sich an den Hilfeeinsätzen und entsandte 3 Mitarbeiter mit 2 großen Baggern in die vom Hochwasser besonders stark betroffene slowenische Gemeinde südlich von Bad Eisenkappel. Bezirke mit einer älteren Bevölkerung, wenig Einwohnern, Strukturschwäche und wenig Einnahmen mussten bisher verhältnismäßig mehr leisten. Ziel der Reform ist es, eine Auflösung der Sozialhilfeverbände, eine Vereinfachung der Zahlungsströme zwischen Land Steiermark und den Gemeinden sowie eine gerechte Lastenverteilung der Sozial- und Pflegeleistungskosten. Ein Paktum zwischen Land Steiermark, Städte und Gemeindebund zur Umsetzung der Reform wurde deshalb unterzeichnet. Liebe Zuseherinnen und Zuseher, die Zeit vergeht wie immer viel zu schnell und wir sind am Ende unseres dieswöchigen Kanal 3 Steiermark Magazins angekommen. Falls Sie einen Beitrag verpasst haben, schauen Sie wie immer auf unsere Website kanal3.tv. Dort finden Sie die gesamte Sendung und alle Informationen zu unserem Sender.
Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen und hoffe, dass Sie auch nächste Woche wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen im Namen des gesamten Teams eine schöne sommerliche Woche und alles Liebe.